Also, am 20. November war dieser unbekannte Kinderrechtstag. Deswegen haben wir uns heute im Wissensturm getroffen und haben einen Film darüber gedreht. Kennen Sie die Kinderrechte? Wenn ja, welche? Kinder haben Recht auf Freunde. Kinder haben Recht auf, dass sie gesund ernährt werden. Die Kinderrechte sind in der Charta der UNO verankert. Jedes Kind ist frei. Nein, ich kenne kein einziges Kinderrecht, glaube ich. Ich leider auch nicht. Zum Beispiel, dass man sagen kann, was man will. Das Recht auf Wohnen. Kinder haben Recht auf ein angenehmes Zuhause. Ich weiß, dass es Kinderrechte gibt, aber ich kenne eigentlich keine also Kinderrechte an sich. Es war ja gerade Welttag des Kindes. Und Kinder haben immer das Recht zu spielen, das ist das Wichtigste, weil durch Spielen lernen sie. Und da steht in den Kinderrechten drinnen. Das Recht auf Wertschätzung. Ausbildung, Schule, frei von körperlicher Gewalt. Denn Kinder dürfen nicht arbeiten in Österreich. Kinder dürfen nicht geschlagen werden, sowohl in der Familie wie auch in der Schule oder im Kindergarten. Kinderrechte, ui, da kenne ich mich schlecht aus, glaube ich. Warum finden Sie die Kinderrechte wichtig? Ja, das ist wichtig, dass die Kinder geschützt werden. Naja, damit man gut auf euch aufpasst und damit den Kindern nichts passiert. Die finde ich ganz wichtig, weil Kinder können sich ja nicht wehren. Dass Kinder das machen können, was die wollen. Kinderrechte an sich sind wichtig, weil Kinder richtig behandelt werden müssen. Und es darf ihnen nichts Falsches passieren. Die Kinder können praktisch gegenüber den Erwachsenen sich nicht so outen und die werden auch nicht wahrgenommen aufgrund von ihrem Alter. Und darum ist es wichtig, dass der Staat die Kinder mit den Rechten schützt. Weil Kinder auch so ernst genommen sein sollen vielleicht. Ja, und halt manche Eltern schlagen ihre Kinder und das find ich halt so mies, deswegen sollte man das unterstützen. Weil es wichtig ist für Kinder, dass sie sich in unserer Gesellschaft frei entfalten können. Ja, weil ihr ja unsere wichtigsten Personen seid. Ihr seid ja unsere Zukunft. Und es ist gut, dass ihr geschützt seid. Die Kinderrechte sind insofern wichtig, weil viele Kinder gar kein Recht haben. Asien, Afrika und so weiter. Müsste man die ganze Welt umdrehen, damit alle Kinder Rechte bekommen. Aber das wird nicht funktionieren, solange solche an der Macht sind. Diktatoren, Präsidenten und so weiter. Da haben Sie recht. Was ist Ihr Lieblingskinderrecht? Mein Lieblingskinderrecht ist, dass Kinder viel Freizeit haben. Deshalb habe ich dieses Bild mitgebracht. Dass Kinder sehr viel Urlaub machen dürfen, weil eben die Kinder wollen ja auch sehr viel Freizeit zum Spielen und so, zum Treffen, zum Reden, zum Fernsehen, zum Kakao trinken und so und frühstücken. Ich finde am besten das Kinderrecht, dass man ein Recht auf Freizeit hat. Mir gefällt das Kinderrecht am besten, weil ich will, dass die Kinder spielen können und ja. Also ich finde es unfair, wenn Sachen zu hoch für kleinere Kinder sind. Weil ich es nicht toll finde, wenn Kinder Sachen nicht selbstständig machen können. Also hier beim Beispiel mit dem Aufzug, da das Kind kommt da nicht drauf. Also es müsste eigentlich die optimale Position geben für Kinder, dass sie auch Sachen selbstständig machen können. Weil es sehr blöd ist, dass viele Leute die Straßen verschmutzen und dass man bald nicht mehr sehr gut atmen kann. Wieso haben Sie dieses Bild gewählt? Naja, weil es wirklich arg ist, dass man einfach die Kinder ohrfeigt, wenn sie irgendwas Schlimmes getan haben oder was nicht passt, dass man sich gleich schlägt. Kannst du mal kurz hochhalten vielleicht? Ich finde es sehr kränkend, dass Kinder, dass sehr viele
Plätzen, wo Kinder spielen, sehr viel Müll herumliegt oder dass da Hundehaufen liegen und dass man das nicht wegräumt. Das finde ich sehr kränkend und das ist auch ziemlich blöd. Also ich habe dieses Bild ausgesucht, weil ich finde, dass es noch viel zu wenig Aufzüge für Behinderte, für Rollstuhlfahrer und für Kinderwegen gibt. Ich fand es einfach schön, wenn Kinder zusammen Musik machen, dass das auch so bleiben soll. Nicht, dass das so passiert, dass andere manche nicht mitspielen lassen bei der Musik. Und das finde ich einfach supi, dass das so ist, dass jeder mit Musik machen darf. Kinder sind Kinder und die dürfen fast alles machen. Hält uns diesen Moment ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Hallo, dies wird Fernsehen. Nicht so nah an die Kamera. Ja. Hallo. Was? Hallo, ich bin der Herr Matteo Friedrich, ich bin der Moderator von ORF 2 Nachrichten. So, heute geht's, also jetzt das Wetter. Heute Morgen am Sonntag gibt's Schnee. Das ist cool. Und also den ersten Schnee vielleicht. Ich weiß es nicht genau, das muss ich meinen Kollegen fragen. Ist morgen Schnee? Ja, okay, es ist morgen Schnee. Ja. Beim Wissensturm. Ja. Yeah. Oh mein Gott. Hallo. Ich finde Kinderrechte sehr wichtig. Ich finde vor allem sehr wichtig, dass Kinder in die Schule gehen dürfen. Ja, danke fürs Zuhören. Hallo, wieso haben Sie dieses Bild gewählt? Wollen Sie noch dazu was sagen oder war das jetzt alles? Nein, ich finde, das war alles, ja. Okay. Was ist los, Digga? Oh, ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein kleiner, bunter, süßer Gummibär. Oh yeah, Gummi, 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 Gummibär. War das alles? War das alles? Ja, es war alles.